Das Wetter auf Mallorca hat gewechselt. Es ist den Jahreszeiten entsprechend etwas kühler geworden. Also mussten wir in der Nacht einstellige Werte hinnehmen und auch tagsüber wird es nicht viel wärmer als 12, 13 Grad werden. Das ist aber, wie gesagt, Jahreszeiten angemessen. Und ich begrüße alle Zuschauer recht herzlich aus Santa Ponsa. Die Gunst der Stunde genutzt, blauen Himmel. Jedoch sind auch Wolken zu erwarten. Je nachdem, in welche Richtung ich jetzt schauen würde. Ich bin auf der Hauptstraße in Santa Ponsa unterwegs, werde ein paar Straßen zeigen und wir schauen aufs Meer hinaus. Ja, und dabei wünsche ich viel Spaß. Ich hoffe, alle Zuschauer bleiben bis zum Ende dem Video erhalten und haben viel Spaß. Ja, wie wir sehen können, wenig Leute, die auf den Straßen unterwegs sind, aber viele Autos. Santa Ponsa lebt ja immer. Es ist hier relativ reges Treiben am Tage. In der Nacht sieht es ein wenig anders aus, weil wenig Gastronomie geöffnet hat. Gerade der britische Bereich, der hat überwiegend geschlossen. Hier an der Hauptstraße doch so einiges geöffnet. Ab Januar ist es leider noch mal ruhiger geworden, auch wenn man das an den Autos nicht sieht. Ja, der Grund ist der, überall wo blaue Linien sind, muss man aktuell nicht mehr bezahlen. Ich fahre jetzt extra noch einmal zurück, um den ganzen Bereich hier zu zeigen und auch die schönen Wetterwolken am Himmel. Aktuell hat ja, wie ich eben schon sagte, viel Gastronomie geschlossen. Allerdings hier in Santa Ponsa ist es immer möglich, sich einigermaßen gut zu versorgen. Auch Mittagstisch gibt es hier reichlich und auch zu fairen Preisen. Das ist hier eine Parallelstraße zu der Hauptstraße, die ich jetzt fahre. Und anschließend fahren wir Richtung Port Adriano. Und dort möchte ich einmal den Hafen zeigen. Also nur in die Richtung, den Hafen von Santa Ponsa, also die Einfahrt. Und den Bereich von der
vom Hauptstrand von Santa Ponsa, den wir ja hier in der Nähe haben, hier jetzt rechts von uns. Dort werfen wir frontal einen Blick hinüber. In dieser Straße kommen wir auch zum Club Nautic, also dem innenliegenden Hafen hier in Santa Ponsa. Es ist deswegen interessant, einmal zu sehen, wie auch der heutige windige Tag sich hier auswirkt auf dem Meer und im Hafen. Dieser ist ja relativ geschützt, ich sagte eben schon, der ist innenliegend. Von daher dürfen die Boote dort alle sicher liegen. Ja, wow. Eine super Aussicht heute. Wie ich schon sagte, gemischter Himmel, blau und die relativen schönen Wetterwolken. Es kann auch mal Regen daraus fallen,
wechseln sich ab. Also zum Nachmittag ist es durchaus möglich, dass hier der ein oder andere Tropfen mal runterkommt. Viel wird es nicht werden, weil es einfach zu windig ist dafür. Hier schlagen die Wellen an den Felsen. Da drüben liegt Cala Fornells. Rechts in der Ecke Costa de la Palma. Ich schaue öfter von drüben hier rüber. Nun einmal der umgekehrte Weg. Und hier der Blick frontal auf die Hotelzeile, Apartments und so weiter. Dort hinten liegt der Hauptstrand von Santa Ponsa. Jo. Ist nicht ganz einfach hier das so in die Bilder zu bringen, weil ja schon ein wenig unruhig das Ganze hier ist. Hier fängt sich der Wind. Schon spektakulär zurzeit auf Mallorca, dieser Wetterwechsel. Diese Stürme oder Winde kommen zustande, wenn die Differenz zwischen Hoch- und Tiefdruckgebiet zu hoch ist. So drücke ich das mal mit meiner Sprache aus. Stürme probt und erdverwachsen, das sind wir, die Niedersachsen. Ja, ich bin zwar kein Niedersachse, aber die Hamburger sind ähnlich. Wow. Thank you.
jetzt zu einem markanten Wahrzeichen von Santa Ponsa. Das werde ich gleich mal groß ins Bild nehmen. Und zwar jenes hier. Wer es nicht aus der Nähe kennt, der kennt es aus der Entfernung sicherlich, wer schon mal hier in dieser Ecke war. Das ist bis Pagera zu sehen. Vom Mittelmeer aus natürlich auch. Das ist quasi der Punkt, an dem sich die Hafeneinfahrt befindet. Hier weht das nochmal richtig jetzt. Ich hoffe, ich bin einigermaßen zu verstehen. Ich werde hier versuchen, schöne Bilder einzufangen. Das Farbenspiel auf Mallorca mal wieder wirklich. Einsame Spitze. Relativ blauer Himmel. Und trotz des Windes und ja, richtig türkises Wasser. Das haben wir die letzten Tage schon häufiger gesehen an verschiedenen Orten. Die weißen Wolken und das satte Grün der Bäume und Büsche. Ja, hier steht der Wind drauf. So ein Kran kann da scheinbar nichts anhaben. Hier unterhalb ist der Hafen. Versuche ich gleich noch einmal so ein bisschen einzufangen. Aus der Nähe habe ich ihn ja schon mal gezeigt. Ein reiner Sportboothafen, kein Fischerhafen. Soweit ich weiß, wird hier gar keine. Oh, jetzt sehen wir da hinten richtig dunkle Wolken. Aus diesen Wolken kann natürlich Regen herausfallen. Das wurde auch angesagt. Aber ich muss auch sagen, die letzten Tage war der Wind noch stärker. Er ist schon ein wenig abgeflaut. Das ist schon fast normal.
Ja, und diese Strecke führt natürlich Richtung dem Malgratzfelsen. Und dort möchte ich noch einmal aufs Meer hinausschauen, denn dieser liegt genau im Sturmfeld, also nimmt quasi den Wind von Santa Ponsa weg. Ja, diese Strecke führt übrigens auch nach Port Adriano. Aber wir machen hier halt und schauen raus aufs Meer Richtung Malgratzfelsen. Das sind die drei Felsen, die man von Pagera aus sehr gut aus der Entfernung sehen kann. Und hier sind wir einmal ganz nah dran, also viel näher geht's nicht. Dann müsste man schon aufs Schiff. Und die Gelegenheit haben wir nicht. Hier nochmal eine wunderschöne Häuserzeile von Santa Ponsa. Also man kann hier richtig gut wohnen. Gibt hier viele Möglichkeiten, einen richtig tollen Platz zu finden. Und hier so oberhalb des Felsens, dort schaut man Richtung Port Adriano. Sieht jeden Tag die großen Schiffe vorbeifahren. Ja, und da sind sie, die Felsen. Und das meine ich eben. Die Wellen schlagen dagegen und nehmen den Druck ein wenig von Santa Ponsa, was ja die Bucht, die, wo ich eben war, das liegt rechts von uns. Hier schauen wir rauf aufs weite Mittelmeer. Schon imposante Bilder. Also. Ich war da auch schon mal, und zwar mit der Tauchschule, die sich ebenfalls im Hafen von Santa Ponsa befindet. Sind wir mal rausgefahren und so Tauchtouren, die finden da am Malgratzfelsen statt. Sowohl tags als auch nachts. Ja, dieser Ort ist schon sehr beliebt, weil er einfach sehr imposante Ausblicke bietet. Also nicht nur bei etwas mehr Wind, sondern auch bei normaler Wetterlage halten hier immer wieder gerne Autos an. Deswegen wird dieser Platz auch enorm gepflegt. Also sieht immer picobello aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier auch einmal vorbeischaut. Vielleicht ist das mal ein toller Tipp für alle, die Videos schauen. Ja, und in puncto Pflege, also hier sieht man das, dieser Brunnen, auch die Enten nutzen den. Ja, mit diesen Bildern beende ich das Video für heute. Freue mich, dass so viele bis zum Ende dabei sind. Würde mich freuen, alle beim nächsten Video wieder zu sehen. Danke für die zahlreiche positive Unterstützung. Freue mich sehr, wenn noch weitere Follower dazukommen, einfach die Abo-Taste drücken und die Glocke, dann bekommt ihr immer eine kostenlose Info, wenn neue Videos am Start sind. Vielen, vielen Dank, sage ich für hier und heute. Tschüss, adios und bye bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal. Servus.